Herzlich willkommen zu Best vom Spielt. Cthulhu Saves the World. Jawohl. Ein RPG der klassischen Art und Weise. Gibt's für ein Apple und ein Ei bei Steam und ist unfassbar lustig geschrieben. Ich habe schon mal kurz reingeguckt. Start aber jetzt einfach mal ein neues Spiel hier für dieses Let's Play. Und während das Intro läuft, wird ein bisschen Text eingeblendet werden. Den werde ich aber nicht Wort für Wort vorlesen. Ich werde einfach die Geschichte ein bisschen zusammenfassen. Es lohnt sich zwar, den ganzen Text zu lesen, allerdings möchte ich nicht das halbe Video damit verbringen, Text vorzulesen. Deswegen werde ich das Ganze so ein bisschen übersprechen und zusammenfassen und so weiter. Also wir fangen an mit normal, würde ich jetzt mal einfach sagen, weil easy, dass ich diesen kleinen Baby Cthulhu links. Hart, der sieht schon wirklich hart aus, und insane, da spucken ihm noch Flammen aus den Augen. Es gibt noch Bonus-Modes. Replay Value Joy. Na, wollen wir aber alles nicht. Wir wollen einfach normal. Not too hard, not too easy. Das klingt doch wunderbar. Da steht er auch in seinem wunderschönen Röckchen nebendran. Das Spiel ist ursprünglich mal nur für Xbox rausgekommen und wurde dann zum Kickstarter-Projekt, um es in einer erweiterten Feature-Complete-Version auch für PC zu releasen. Was auch geschehen ist, wie man hier unschwer erkennen kann. Die wollten gar nicht so viel haben dafür. Ein paar tausend Dollar, und es ging dann recht locker, flockig von der Hand auf Kickstarter, und dadurch haben wir den Spaß jetzt hier. Aber ich rede schon wieder viel zu viel. Wir fangen einfach mal an. Man kann noch Entwicklerkommentare einstellen. Die finde ich normalerweise ziemlich cool, aber jetzt hier für das Let's Play nicht wirklich passend. Deswegen lassen wir die aus. Also, die Geschichte ist folgendermaßen. Cthulhu, ich denke, die Lovecraft, dieses Viech wird einfach vielen Leuten auch schon bekannt sein. Ist einfach so ein Evil-Knievel-Viech, das unter Wasser lebt in einer Stadt. Und einfach so die Inkarnation des Bösen ist. Und die lebt auch eine Zeit lang unter dieser Wasseroberfläche. Und dann sieht man hier schon, Until Tonight, Awaken, Great Cthulhu. Und da steigt er auch schon aus den Wassermassen heraus. Und das Ganze läuft aber nicht ganz so, wie er sich das gedacht hat. Denn da kommt ein Mysterious Stranger an und haut ihm auf die Nuss und entzieht ihm seine unfassbare Kraft und Macht. Ja, und da sehen wir auch schon, der Typ redet dann auch und ist ein sehr zynischer Geselle. Also es macht unglaublich Spaß, dem seine Texte zu lesen. After waiting all this time und so weiter. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte nicht alles vorlesen. Und hier haben wir auch immer so einen Erzähler, der dann die Geschichte erzählt und der uns jetzt eben hier klar macht, dass um seine Kraft wiederzubekommen, muss Cthulhu ein guter Held werden. Das heißt, gute Taten machen und die Welt retten, um sie danach zu zerstören zu können. Das heißt, seine Aufgabe ist jetzt, erstmal ein guter Held zu sein. Er schreibt hier schon, glücklicherweise weiß Cthulhu da nichts davon, dass er jetzt hier ein wirklicher Held werden muss. Aber Cthulhu kommt natürlich gleich an und sagt, wahaha, foolish narrator. Das heißt, der interagiert auch mit dem Erzähler. Und sagt hier auf seine schöne, zynische Weise, dass er hier spioniert hat und natürlich jetzt genau weiß, was er tun muss. Er erzählt natürlich gleich, ups. Und dann hier in seiner wunderschönen Art und Weise es auszudrücken. Ay, Cthulhu, do hereby wow to devote my life to becoming a true hero. Und ja, so richtig geil findet er die Aufgabe natürlich nicht, aber da muss er halt jetzt durch, wenn er seine Welt zerstören möchte. Most unlikely hero was born. Genau. So, jetzt wird uns kurz ein bisschen das Spiel erklärt. Man sieht hier schon ganz klassischer RPG-Look. Ob ich die Musik im Hintergrund laufen lasse, weiß ich noch nicht. Also jetzt in der Folge ja, aber wenn es auf die Nerven geht, dann mache ich sie auch aus. Naja, Cthulhu natürlich gleich wieder hier interagiert mit dem Erzähler und sagt hier, er braucht keine Assistance und so weiter. Aber uns wird trotzdem erklärt, dass man mit B-Button schnell laufen kann. Ich spiele das mit dem Xbox Gamepad.
Deswegen, ich nehme an, wenn man es mit Tastatur spielt, wird der Text leicht abgewandelt sein. Ich hoffe es doch mal. Da kommt Cthulhu natürlich gleich, Foolish Game Developer. Und sagt hier natürlich gleich an, dass er dann natürlich, dadurch, dass er rennen kann, das Spiel in doppelter Geschwindigkeit oder in der Hälfte der Zeit absolvieren werden kann. Und na, yeah, that's not going to happen. Mit Y bekommt man ein Menü, bei dem man auch tatsächlich jederzeit speichern kann, was untypisch ist für solche RPGs. Meint natürlich Cthulhu auch gleich dazu, I can save at any time. What is this? A First-Person-Shooter? Wobei, ja, die First-Person-Shooter mittlerweile sind ja eher auch dazu übergegangen, dass man eben nicht jederzeit speichern kann, sondern auch solche Checkpoints hat. Also eigentlich im Grunde genommen die umgekehrte Entwicklung. Aber der Kommentar ist trotzdem lustig. Man sieht, man hat hier eine Mechanik, mit der man mit einem Angriff Gegner verrückt werden lassen kann. Das heißt, sie bekommen mehr Schaden danach, aber die Gegner werden dadurch auch stärker teilweise. Es gibt unterschiedliche Effekte auf unterschiedliche Gegner. Im Endeffekt ist es so ein bisschen ein Rage. There will be no watching out. Ja, ja. So, und dann gibt's noch Kombos. Das heißt, wenn man Schläge ausführt, erhöht sich so ein Combo-Counter. So, und Cthulhu beschwert sich zu Recht auch schon, dass es hier doch endlich mal losgehen kann. Und sagt natürlich, er braucht kein Glück und ta-ta-ta. So, ja, das ist unser kleiner Cthulhu hier. So süßes kleines Ding. Und es empfiehlt sich natürlich immer zu rennen hier, weil man sieht schon, die Geschwindigkeit ist wesentlich besser. Wir bekommen gleich One-Ups. One-Ups sind einfach dadurch dafür gut, wenn man einen Kampf verliert, kann man ihn danach resetten. Wenn die alle aufgebraucht sind, ist man Game Over und fliegt aus dem Spiel. Aber man kann ja, wie gesagt, jederzeit speichern. Und da laufen wir jetzt einfach mal den Strand, an den es uns gespült hat, einfach mal entlang. Wie gesagt, also den Anfang habe ich schon mal gespielt, also noch nicht weit, vielleicht so eine halbe Stunde maximal, um einfach ein bisschen die Mechanik kennenzulernen. Aha, helpless maiden beset by vicious monsters. Sagt natürlich gleich, die will er retten, weil dann ist er der Held und kann wieder die Welt zerstören. Und der Erzähler leuchtet natürlich gleich zurecht, dass das für normalen Menschen vielleicht der Fall wäre, aber für den großen Cthulhu natürlich reicht es bei weitem nicht. Da ist sein typischer Fluch, Vertragen, oder wie man auch immer es aussprechen möchte. Ich möchte mich an der Stelle auch gleich entschuldigen, wenn ich manche Referenzen auf den ganzen Cthulhu-Mythos nicht unbedingt so würdige, weil ich habe Lovecraft nicht unbedingt sehr studiert. Ich kenne, was über das Meme hinausgeht, nicht arg viel über Cthulhu. Ich werde mich da im Laufe dieses Let's Plays wahrscheinlich auch noch ein bisschen schlauer machen, aber mein aktueller Wissensstand ist da relativ gering. Aber er macht das natürlich einfach for the sake of violence, was natürlich sehr sympathisch ist. Und hier sehen wir gleich unser Combat-System. Also wir haben jetzt hier diese zwei komischen Goos, irgendwelche Schleimmonster. Und es ist rundenbasiert und man kann jetzt einfach auswählen, was man als nächstes tun möchte. Man hat hier eine normale Attacke, die braucht 0 MP. Also das sind einfach diese Mana-Points, die man da rumhängen hat. Momentan sieht man oben links, habe ich 40 und 64 Hitpoints. Und so eine Regular Attack braucht keinen Mana-Point und haut 19 Hitpoints von den Viechern da weg. Die Viecher haben, ich kann mal auf Attack klicken, dann macht er noch nichts. Sieht man hier 35. Das heißt, man braucht 2 von diesen Schlägen, um 1 zu killen. Wir haben Techniques. Wir haben einmal einen Insane Strike, der macht eben die anfangs erwähnte Insanity. Löst der aus. Was wiederum dazu führt, dass weitere Attacken mehr Schaden geben. Und wir haben den Death Blow, der einfach so ein Combo-Finisher ist. Das heißt, wir haben hier oben rechts unsere Combo-Punkte, die sind momentan noch auf 0. Und wenn man die hochzählt, dann macht der wesentlich mehr Schaden. Magic haben wir momentan noch nichts. Wir haben ein paar Potions rumliegen, die uns die Hitpoints wieder auf Maximum ziehen. Unite wird erst sinnvoll, wenn ich mehrere Leute steuere. Das heißt, Allies auf dem Weg, Aufgabe. Und man kann sich natürlich auch einfach hier
einfach mal protecten, das heißt, man wehrt Angriffe ab. Ja, wir haben gesehen, die haben 35 Hitpoints, das heißt, wir können einfach hier, ja, ach, wir machen jetzt einfach mal so einen Insane Strike, dass man sieht, wie das so aussieht. Man kann hier, nachdem man ausgewählt hat, was für eine Attacke man möchte, kann man auswählen, welchen Gegner man angreifen möchte. Wir machen jetzt einfach mal den ersten, der macht schon, und wir haben ihn zweimal getroffen für 28 Schaden, das ist schon relativ viel, das ist schon ein Großteil seiner Energie. Aber er ist verrückt geworden, wie man auch unschwer an der Grafik erkennen kann. Und er haut zurück und haut uns 6 Damage drauf. Und der andere haut zurück und haut uns gleich 7 Damage drauf. Das ist die erste Runde. Wir haben 2 Kombo-Punkte erhalten, weil wir zweimal geschlagen haben. Und die Monster werden stärker nach jeder Runde. Das heißt, sie sind jetzt bei 110%. Was uns aber nicht groß kümmert, wir können den ersten jetzt mit einer ganz normalen Attacke niederstrecken. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Fatz. Damit ist er weg. Der andere schlägt nochmal zu und haut uns 6 Damage drauf. Ist uns aber relativ egal. Wir hauen den jetzt einfach mal einen Deathblow raus. Wie man sieht, hat der jetzt nicht mehr 30 Schaden, sondern mittlerweile 48. Weil wir schon 3 Kombo-Punkte haben. Braucht aber 10 Mana-Punkte. Ist uns aber egal. Wir boxen das Ding jetzt einfach mal über den Jordan. Für 48 Damage und damit ist die Sache gegessen. Victory! Wir fühlen uns ganz toll, haben. Das ist auch eine Besonderheit für dieses RPG. Man bekommt nach jedem Kampf, wenn man ihn gewonnen hat, die vollen Hitpoints zurück und regeneriert einen Bruchteil der Mana-Points. Das heißt, die Hitpoints sind immer wieder resettet, aber Mana-Points nicht. Und wir bekommen 2 XP und 2 Gold. Und leveln ab auf Level 4, interessanterweise, und nicht auf Level 2. Ich weiß nicht, ob man mit Level 1 gestartet ist oder weil man der große Cthulhu ist mit Level 3 schon, was jetzt auch nicht unbedingt so groß ist, aber was soll's. Die maximalen Hitpoints gehen auf 8 hoch, maximale Mana-Points auf 5 und wir kriegen einen Level-Up-Bonus. Der sieht momentan so aus, dass wir entweder unsere Strengths erhöhen können oder unsere Magic. Von Magic wissen wir noch nicht arg so viel, haben wir vorhin gesehen, wir haben gar kein Magic. Also zumindest momentan keinen Spell irgendwie in unserem Accessoire. Accessoire? Nein. Als Accessoire. In unserem Repertoire, wollte ich sagen. Und packen deswegen Strengths einfach mal drauf. So, großartig. Die Foul Slime Monsters. Man sieht ja schon heldenhaft, wie er mit seinem Schwert das Schleimmonster killt. Und dann schaut er auch gleich auf die Umi, die völlig fasziniert von ihm ist, mit Herzen in den Augen. Bisschen trashig. Es zieht sich so durch das ganze Spiel ein bisschen. Ja, what? So, und sie schaut ihn an. Und sie sieht natürlich nicht den Crazed Octopus Dragon Man, sondern das. Ach, ist das romantisch. Es ist echt super. Ah, großartig. Warning, Image displayed may not reflect reality. Es ist einfach großartig. My hero. Hero indeed. Did you hear that? Natürlich wendet sich gleich wieder ein Erzähler und er sagt, nein, das reicht nicht. Vertragen. Naja, wie dem auch sei. Sie behimmelt ihn, himmelt ihn an. Und sie sagt, sie kann die Kreaturen des Sees ihre Freunde nennen. Pass! Oh, and I have this trident, which I use to stab things. That's more like it. Also wie man schon sieht, die wird unsere erste Gefährtin werden. Und er sagt natürlich auch gleich, er nimmt sie als Groupie mit, weil der große Cthulhu braucht natürlich Groupies. Also, you shall do. Yay! Und die ist tatsächlich wirklich ein Groupie, fragt ihn gleich, ob sie sich dann verabreden und daten. We're in a strictly rockstar groupie relationship. For now. So, also, wir haben einen Party-Member, mit dem können wir reden und so weiter. Und hier haben wir eine andere Besonderheit, die ziemlich cool ist. Und zwar ist man ja gewöhnt von RPGs, dass man durch die Gegend läuft und immer wieder so random Encounters bekommt. Und die spawnen so lang, bis man das Maximum für diese Gegend quasi erreicht hat. Das heißt, es ist nicht endlos grinden, sondern nach 25 Battles spawnen die nicht mehr. Dann hat man da so ein bisschen das Maximum-Level erreicht.
Man kann dann weitere kämpfen, aber die kann man dann einfach von Hand ausführen oder starten. Naja, dann wollen wir mal gucken. Schauen wir mal, ob es da vorne noch irgendwas gibt. Also hier endet jetzt dann langsam auch meine Erfahrung, die ich mit dem Spiel bisher gemacht habe. Wie gesagt, ich habe es nur einmal kurz angespielt, um zu gucken, wie das Ganze so läuft und ob das wert ist, ein Let's Play draus zu machen. Und hier sagt sie, dass die Stadt hinter diesen Caves sich befindet und unsere Aufgabe ist natürlich, zu der Stadt zu kommen. Hier sind wir im ersten Cave. Da sehen wir einen Plomp-Mana-Pool. Das heißt, unser Mana ist restored. Und wir können auch speichern. Man kann überall speichern, aber da bietet es einem direkt an. Deswegen speichern wir einfach mal unter Slot A. Save successful. Da wird man auch nochmal darauf hingewiesen, dass man überall speichern kann. Das heißt, wir laufen jetzt hier mal ein bisschen durch diesen Dungeon durch. Und warten auf unseren ersten Encounter. Also ein kleiner unterirdischer See. Oder ja, Teich. Fackeln an den Wänden. Alles sehr atmosphärisch. Na, wir laufen relativ unbehelligt hier durch, fällt mir auf. Da haben wir einen ersten Encounter. Da stehen zwei Goblins und zwei Giant Rats. So. Also, wir fangen jetzt an mit Cthulhu. Der kann seine Attacke fahren und danach kommt Umi dran. Ja, was machen wir? Also die Ratten, glaube ich, hauen relativ stark zu. Die haben auch mehr Hitpoints. Und ich würde sagen, da hauen wir gleich mal so einen Insane Strike drauf. Zack. Und sie... Was kann sie eigentlich alles? Da gehen wir jetzt auch mal schnell durch. Sie kann ganz normal attackieren. Sie kann... Es ist immer schwer, irgendwie englischen Text zu lesen und Deutsch zu reden. Deswegen falle ich immer so ein bisschen in die englischen Wörter zurück. Ich hoffe, das stört nicht. Der Siren's Call... macht sie auch verrückt und stunt sie. Uff. Ja, dann kann sie heilen und sie kann eine Flood machen. Das ist quasi ein AOE. Die schüttet quasi in einmal Wasser auf alle und gibt 21 zieht 21 Hitpoints ab. Potion hat sie. Unite könnten wir schon machen. Hätten wir aber am Anfang auswählen müssen. Das können wir dann gleich noch schauen. Das macht nämlich was Lustiges. Aber was wir mit ihr jetzt einfach hier machen, ist, wir hauen jetzt einfach mal hier so eine DOI raus. Da sieht man auch schon, jeder hat 21 Damage abgekriegt. Wir kriegen ganz schön was ab. Und der ist schon weg, weil das AOI zusammen mit meinem Strike hat schon einiges ausgemacht. Und wir kriegen weiter auf die Nuss. Die meisten greifen mich an. Okay, dann schauen wir jetzt mal. Der hat noch 17 übrig. Das heißt, unsere normale Attacke reicht vollkommen aus, um den hier niederzustrecken. Und sie... ja, soll einen von denen der strecken. Das ist schon okay. Da sparen wir uns Mana und überleben tun wir die Sache ja auf jeden Fall. Das heißt, der fliegt um. Wir kriegen wieder auf die Nuss, der fliegt um. So. Was man kurz sagen kann hier, Unite heißt Call Kraken. Das heißt, wir releasen the Kraken. Das ist dann quasi noch ein zusätzliches Ding, das bei jeder Runde zusätzlichen Schaden macht. Was eigentlich ganz cool ist, habe ich jetzt nur am Anfang ein bisschen verpennt. Braucht auch 12 Mana-Punkte, das ist relativ teuer. Wir hauen einfach beide fröhlich auf den drauf, er fällt um. Wir haben uns ein Victory, sehen schon, unsere Hitpoints sind resettet, aber wir kriegen nur 4 Mana-Points zurück. Und wir haben ein Level-Up. Und zwar Umi ist now Level 5. Ah, wir leveln getrennt hoch, natürlich. Die bekommen natürlich auch einen Level-Up-Bonus. Beides passiv. Less likely to be attacked. Und... Ich möchte nicht so gerne auf Insanity setzen, muss ich ganz ehrlich sagen, gleich zu Beginn, weil das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Und Less Likely to be Attacked heißt natürlich, dass Cthulhu mehr einstecken können muss.
Ich denke, das ist aber in Ordnung. Wir sind ja ein Mann. Wir sagen, Leute, haut auf uns drauf. Wir sind der Tank. So. Dann könnten wir natürlich uns jetzt gleich zurück zu dem Mana-Pool begeben. Unser Mana wieder aufladen. Ich hoffe, dieses M steht für Mana. Sonst mache ich mich hier gerade vollkommen zum Affen. Ich werde das mal nachschlagen, aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus. So, hier haben wir zwei Möglichkeiten. Wir gehen jetzt einfach mal links lang. Schauen mal, wo es da lang geht. Hier geht's hoch. Ja, zu einer Box, das ist doch schon mal schön. Fleece Tunic. Whatever haben wir hier im Inventory. Equip. Cthulhu. Change the Equipment. Weapon. Wir haben Sword. Können nichts anderes wählen. Armor. Tunic. Plus 10. Ah, guck mal an. Ja, nehmen wir das doch, oder? Ziehen wir uns mal um. Wunderbar. Dann rennen wir zurück. Und nehmen einfach mal den anderen Weg. Und gucken, ob uns auf dem Weg noch irgendwas durch die Gegend läuft. Ach ja, hier können wir übrigens sehen, wir haben noch 24 Battles left. Also kann noch was passieren. Und da tut es auch gleich. Das ist ja lustig. Also die zwei Links sehen schon mal gar nicht gefährlich aus. Und die Krabbe vielleicht schon ein bisschen eher. Deswegen, ich möchte jetzt ein bisschen Mana sparen. Oh, die hat 40 Hitpoints. Ja, wir versuchen trotzdem beide einfach mal drauf zu hauen. Dann müsste die ja nicht umfallen. Zack. Nein, tut sie nicht. Das ist natürlich schlecht. Jetzt habe ich auch gar nicht drauf geachtet, ob diese komischen Gulls uns auch großen Schaden machen. Aber um was zu demonstrieren, ich nehme mal an, mein Attack wird den jetzt umhauen. Wenn ich aber von beiden die Attack drauf haue. Ja. Oh je. Das sieht aber nicht gut aus. Okay. Das war keine gute Taktik. Egal. Der hat noch 2 Hitpoints. Hau mal drauf. Und die soll mal unseren Cthulhu heilen. Ist ja vielleicht nicht das Schlechteste. Damn it! Ich wurde defeated. No effect. Yeah. Das ist natürlich jetzt weniger gut. Wenn ich jetzt trotzdem mit Umi gewinne, wird Cthulhu überleben. Jetzt soll die endlich von dieser Krabbe da weghauen. Naja, immerhin. Und jetzt soll sie sich erstmal selber heilen, würde ich sagen. Hoffentlich kriegt sie das noch hin. Nein! Naja, okay. Das war schon mal Fail hoch 10. Das machen wir gleich nochmal. Das heißt, wir machen einen Retry und verkaufen damit eins von unseren One-Ups. Ist ja auch schon. Habe ich natürlich mit Absicht gemacht, um zu zeigen, wie das mal ist. Dann gehen wir die ganze Sache jetzt mal anders an. Und zwar nehmen wir jetzt mal unsere Kraken hier. Fats. Ah, das sieht man schon. You summon a giant Kraken. Die klopft natürlich weiter auf uns ein. Und die Kraken haut 22 Hitpoints gleich mal auf alle drauf. Und das macht die jetzt bei jeder Runde. Das heißt, wir haben hier. Komm mit. Packen wir den hier drauf. Und die haut ihre Flood drauf. So, zack, die fliegen um. Der fliegt um. So kann man das doch machen. Wir haben zwar ein bisschen Mana investiert, aber so sieht es doch schon wesentlich besser aus. Bevor wir da hochgehen, schauen wir mal, ob wir ein paar Kämpfe noch auf den Rückweg kriegen und gehen nochmal zurück zu unserem Mana-Pool und füllen uns das mal ein bisschen auf. Und schauen mal, ob uns da noch wer über den Weg läuft. Die Musik ist gar nicht so schlecht. Also, wenn sie nervt, bitte sagen, aber ich glaube, ich lasse sie erstmal drin. Oh. So eine Schnecke ist mir beim ersten Durchlauf auch mal über den Weg gelaufen. Die sind fies. Was machen wir? Da hauen wir gleich mal unseren Insanity Strike drauf. Und diese schöne Frau haut in ihren Siren's Call drauf. Der stunt ihn nämlich.
Insane Bart drauf. So, und jetzt ist er erstmal Stunt. Und was wir jetzt machen können, ist, wir machen uns einen Deathblow. Deathblow meine ich natürlich. Und die soll ihre AoE da drauf packen. Und man sieht auch schon, da die Flood von unserer Umi dieses Schneckenmonster getötet hat, ist Cthulhu automatisch auf diese Krabbe ausgewichen. Also der hat dann nicht einfach nichts getan, sondern ist ausgewichen. Und hat die auf die gehauen. Jetzt schauen wir mal schnell. Die hat noch 6 Hitpoints, sind noch 4. Das heißt, wir packen dem seine Attacke da drauf, ihre Attacke hier drauf. Und sind fröhlich. Victory! Wie sieht es eigentlich mit dem Level-Up aus hier, Freunde? Immer noch nicht. Schade eigentlich. Naja, zurück zu unserem Pool hier. Sehr schön. Und dann speichern wir natürlich auch gleich. Und an dieser Stelle, wo wir hier gerade gespeichert haben, würde ich sagen, beenden wir die Geschichte für heute. Ich hoffe, es ist interessant, das Spiel. Also es ist halt so ein wirklich schön klassisches RPG. Wir waren noch in keiner Stadt. Da kommen natürlich noch Städte und andere Charaktere und wir bekommen mehr Freunde dazu. Aber ich denke, das soll als erster Eindruck erstmal reichen. Und ich freue mich auf weitere Stunden damit. Einfach mal so ein bisschen was Klassisches spielen. Ich meine, es ist ja ein neues Spiel. Ist ja nicht so, dass es irgendwie aus alten Zeiten ist. Aber ich denke, wir werden viel Spaß daran haben. Und sag dann auf bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss!